his legacy will forever be that of a convicted murderer who happened to write songs. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zählen wir unsere Favoriten für die 10 berüchtigsten Verbrechen von Rockmusikern. I deeply regret doing what I was sent to prison for. Für diese Liste schauen wir uns die berüchtigsten Schlagzeilen an, bei denen es um Stars des Genres ging, welche beschuldigt oder verurteilt wurden, Gesetze gebrochen zu haben. Wir werden nicht über den Tod von Nancy Spangen sprechen, da Sid Vicious von den Sex Pistols nie für dieses Verbrechen verurteilt wurde. Totschlag mit dem Auto. Hanoi Rocks war eine prägende finnische Glam-Band, deren Arbeit die Hair-Metal-Szene der 1980er Jahre stark beeinflusste. Nachdem die Band berühmt geworden war, war es nur logisch, dass sie sich für ihre erste Amerika-Tournee mit den US-Schwergewichten Motley Crue zusammentat. Leider kam es während einer Tourpause zu einer Tragödie. Hanoi Rocks und The Cure feierten eine Party im Haus von Sänger Vince Neil in Kalifornien. Irgendwann fuhren der Hausbesitzer und Hanoi Schlagzeuger Razzle raus, um noch mehr Bier zu holen, während beide stark betrunken waren. Nachdem Neil auf dem Heimweg ein Auto angefahren hatte, wurden zwei Menschen schwer verletzt und Razzle erlag seinen Verletzungen. Der überlebende Musiker ging wegen des tragischen Unfalls für weniger als 20 Tage ins Gefängnis. This could have happened to me or could have to Tommy or Mick or any of our friends, and it's something that we said, you know, it's time to like straighten up about. Unanständige Übergriffe. Während Judas Priest im Laufe ihrer Karriere eine Reihe von Schlagzeugern hatten, war Dave Holland so etwas wie eine feste Größe, die mit der Band an einer Reihe von hochkarätigen Alben arbeitete. Doch Hollands Vermächtnis wurde Anfang der 2000er Jahre für immer beschmutzt. In einem Gerichtsverfahren wurde er wegen Körperverletzung und versuchtem unsittlichen Kontakt mit einem jungen Schlagzeugschüler verurteilt. Obwohl er betonte, dass nichts Unangemessenes passiert war, wurde er zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Außerdem wurde Holland seine Arbeit an einem kommenden Album komplett gestrichen, damit jemand anderes sein Part aufnehmen konnte. Nachdem die grausame Geschichte bekannt wurde, versuchte der Musiker erfolglos, die Anschuldigungen zu widerlegen und seinen Ruf wiederherzustellen. Einen Auftragskiller anheuern. Supplied money, supplied gate code, supplied dates that would be convenient. Sänger Tim Lambesis führte die beliebte Metalcore-Band As I Lay Dying an, welche in den Charts erfolgreich war und zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Allerdings wäre die Band aufgrund seiner Handlungen fast zu einem endgültigen Ende gekommen. Lambesis bat einmal einen Kriminellen, seine Ex-Frau zu ermorden, während der Sänger auf seine Kinder aufpasste. Aber der Musiker wusste nicht, dass er eigentlich mit einem Detektiv sprach, der das Treffen sofort meldete. When specifically asked, "Do you want her dead?", he said, "Yes, that's exactly what I want." Lambesis bekannte sich schuldig und verbrachte etwas mehr als ein Jahrzehnt im Gefängnis für seine grimmige Aufforderung. Nachdem er seine Zeit abgesessen hatte, gelang es ihm, sich wieder mit der Band zu vereinen und weitere Musik zu veröffentlichen. In den Jahren seit seinem versuchten Verbrechen hat Lambesis zugegeben, dass sein Handeln falsch war. Kirchenverbrennungen. Die norwegische Black-Metal-Szene erlangte in den frühen 90er Jahren dank einiger wirklich berüchtigter Verbrechen weltweite Aufmerksamkeit. Eines der aufsehenerregendsten und berüchtigsten Verbrechen der Szene war die Serie von Kirchenverbrennungen, die von Mitgliedern der Szene verübt wurden. Laut mehreren Interviews und Berichten hegten die Mitglieder des Musikkollektivs einen Groll gegen verschiedene religiöse Gruppen. In den 90er Jahren wurden mehrere norwegische Kirchen niedergebrannt. Einzelpersonen wie Varg Vikensens von der Band Burzum und Samaroth von einer Gruppe namens Emperor wurden beide gefasst. Viele Fälle bleiben jedoch ungelöst. Bei diesen Brandanschlägen kamen sowohl historische Kirchen als auch mindestens ein Mensch ums Leben. Illegale Überwachung und illegaler Handel. Good evening, ladies. You're him, aren't you? What him are you looking for? Der Pate des Rock'n'Roll war berüchtigt dafür, mehrere schwere Verbrechen begangen zu haben. Eine Frau beschuldigte Chuck Berry einmal, sie in einem Hotel angegriffen und verletzt zu haben. Ein paar Jahre später wurde er beschuldigt, illegal Personen in den Toiletten seines Restaurants, das auch seinen Namen trug, aufgenommen zu haben. Die Beamten konnten Tonbänder finden, die diese Vorwürfe ebenso wie Marihuana belegten. Barry musste schließlich ein kleines Vermögen an Geldstrafen für seine Verteidigung ausgeben, um den Fall zu klären.
Jahrzehnte vor diesem Skandal wurde der Musiker vor Gericht gestellt, nachdem er ein Mädchen aus Mexiko nach Missouri gebracht hatte. Obwohl er behauptete, er wollte ihr eine Arbeitsgelegenheit verschaffen, behauptete sie, er habe dunklere Absichten. Die Geschworenen befanden Barry nach einem Prozess für schuldig und verurteilten ihn zu einer 3-jährigen Haftstrafe. Oh, my very good dear friend, Mr. Jerry Lee Lewis, has a 13-year-old wife. Are we stopping by his home on the way? Ein Karriereraubtier. Obwohl Gary Glitter in den 1970er Jahren einen komethaften Aufstieg erlebte, war der Sturz des angenäht gefallenen Sängers ebenso schnell und irreparabel. Alles begann damit, dass auf seinem Laptop obszönes Material mit jungen Menschen entdeckt wurde. Nachdem er einige Zeit im Gefängnis verbracht hatte und in England auf die Liste der Sexualstraftäter gesetzt wurde, zog Glitter ins Ausland. Doch der Tapetenwechsel hielt ihn nicht davon ab, sich noch mehr Ärger einzuhandeln. I deeply regret doing what I was sent to prison for. Während er in Vietnam lebte, wurde Glitter wegen mehreren Straftaten im Zusammenhang mit Jugendlichen angeklagt und verurteilt. Er verbüßte seine Zeit in diesem Land, bevor er nach Großbritannien zurückkehren musste. In England angekommen, wurde Glitter mit weiteren Anklagen konfrontiert und sollte für seine früheren Verbrechen 16 Jahre im Gefängnis verbringen. Victims don't put it behind them. Unfortunately, it's with you forever. It's a life sentence. Besitz von illegalen Inhalten. I want you all to give a metal welcome to Carl Logan. Ready to rock, brother. Carl Logan war lange Zeit Gitarrist der amerikanischen Heavy-Metal-Legenden Manowar. Seine Zeit bei der Band fand ein jähes Ende, als er 2018 verhaftet wurde. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass Logan mehrere illegale Aufnahmen von Übergriffen auf Jugendliche hatte. Nur eine Woche nach der Verhaftung trennten sich Manowar offiziell von dem Gitarristen. Vor Gericht gab Logan schließlich an, dass er die ausbeuterischen Inhalte wissentlich besessen hatte. Letztendlich wurde er dazu verurteilt, im Jahr 2022 etwas mehr als ein Jahrzehnt seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Die schnelle Reaktion von Manowar auf Logans Verhaftung macht es sehr unwahrscheinlich, dass er sich wieder mit der Band zusammentun wird. Versuchte Körperverletzung und Besitz von schädlichen Materialien. Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Lost Prophets-Sänger Ian Watkins waren so schwerwiegend, dass er Gegenstand einer verdeckten Ermittlung mit dem Namen Operation Globe war. Die Ermittlungen deckten auf, dass der Musiker an einer Reihe von böswilligen Straftaten beteiligt war. Während der Gerichtsverhandlung gab Watkins an, dass er mehrfach Opfer angegriffen hatte, die nicht einwilligungsfähig waren. Die Behörden entdeckten auch, dass er eine große Anzahl von Videos mit illegalen Handlungen in seinem Besitz hatte. Außerdem waren die Mitangeklagten des ehemaligen Musikers auch die Mütter einiger seiner mutmaßlichen Opfer. Nach seiner Verurteilung zu 29 Jahren Haft wurde Watkins immer noch dabei erwischt, wie er versuchte, Frauen außerhalb seiner Einrichtung anzusprechen und auszubeuten. Because he shows no emotion, he shows no sympathy. He shows no guilt, and in this case the evidence is overwhelming. Die Ermordung von Euronymous. Eustein Euronymous Azet sah sich mit Kritik konfrontiert, weil berichtet wurde, dass er die Knochensplitter eines verstorbenen Freundes zur Herstellung von Accessoires verwendet hatte. Because I had plans to kill him myself. Später wurde er jedoch zum Mittelpunkt einer grausamen Gewalttat. 1993 bekam er Besuch von seinem alten Bandkollegen Bark Wilkinsons, was zu einer gewalttätigen Konfrontation führte. We're cool, okay? Okay. You send your letter, friends. Euronymous wurde am Ende der Nacht tot aufgefunden. Und obwohl Wilkinson später behauptete, er habe sich selbst verteidigt, wurde er von den Geschworenen dennoch des Mordes für schuldig befunden. Der Musiker musste sich auch wegen Brandstiftung an Kirchen und wegen des Besitzes von Sprengstoff verantworten. Nachdem er 15 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, kehrte er zur Musik zurück. Filme wie Lord of Chaos, in denen die gewalttätige Konfrontation dargestellt wurde, zeigen jedoch, dass die Menschen die Taten von Wilkinsons nicht vergessen haben. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Der Tod von Lana Clarkson. Phil Spectors kurze Zeit auf der Bühne des Rock wurde bald von seinem Vermächtnis als einer der talentiertesten und erfolgreichsten Produzenten des Genres in den Hintergrund gedrängt. Doch diese Errungenschaft wurde dann von einem berüchtigten Verbrechen überschattet. In einer schicksalhaften Nacht im Jahr 2003 ging die Schauspielerin Lana Clarkson zu Spectors Haus. Ein Fahrer hörte kurz auf einen Schuss und fand den Künstler tot auf. Nach dieser Entdeckung behauptete Spector sowohl, dass er es getan hat, als auch, dass sie dafür verantwortlich war. Der erste Versuch, ihn für das Verbrechen zu verurteilen, endete mit einem Fehlprozess. Im zweiten Prozess wurde er jedoch für schuldig befunden. Nachdem er zu fast 2 Jahrzehnten Gefängnis verurteilt worden war, starb er 2021 im Gefängnis. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von MuchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.